Hantai wir und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönzichtingen und hier mit Familie Steffen in diesem doch echt interessanten, etwas anderen Haus hier. Daneben wohnen die Blenders. Ja, dahinter, das sind die Wandervogels, das in dem gelben Haus zum Beispiel. Und da hinten seht ihr vielleicht das Gruselhaus. Vielleicht kennt ihr das am ehesten vielleicht auch, das so ein bisschen schlossmäßig aussieht. Ja, das ist hier mein Schönzichtingen. Und wer ist in dieser Familie drin? Ja, das ist die Anna Steffen, die ein Kind von den Antoninis ist, mit ihrem Mann, dem Kurt Steffen, ein NPC, und den 5 Kindern, den Zwillingen Sandro und Silvio, dann der Stefanie, die heute Geburtstag hat, und den Zwillingen Savina und Steffen. So. Ja, einige haben die Krippe. Super. Na gut, okay. Krippe, Krippe. Hier ist ein Hund. Ah, okay. Was habe ich zu dir gesagt? Du darfst noch was abspülen und darfst dann hier irgendwie reinspringen. Okay, du brauchst nämlich ein bisschen Spaß. Okay. Was machen die Kids oben? Savina spielt noch ein bisschen und unser lieber Steffen, der würde eigentlich gerne wahrscheinlich schlafen wollen. Warum machst du es nicht? Komm, du bist doch müde, Steffen. Und? Los? Fall um. Wir kriegen Post. Warum auch immer er nicht wirklich schläft. Vielleicht, weil sie so laut ist. Vielleicht sollte ich dir mal sagen, du sollst was Leiseres machen. Komm, geh mal hier hin und fang mal ein bisschen an zu zeichnen. Komm. Du bist zu laut, da kann der Steffen nicht schlafen. Okay, super. Ich habe jetzt auch das neue Teenie-Style mir gekauft und ich meine, mir gefällt ja wirklich das Zimmer von Stefanie unheimlich, weil ich das so auf diese Art selten gemacht habe. Also das ist dieses UFO-Zimmer in Pink, wie man sieht. Und das habe ich in dieser Farbe wirklich ganz, ganz selten. Also eigentlich gar nicht, muss ich gestehen. Deswegen freue ich mich drauf. Die beiden kriegen jetzt kein neues Zimmer. Ich glaube, so als Teenies sind die doch im Grunde zufrieden. Ich möchte das nicht jetzt bei jedem so komplett und vollständig ändern. Deswegen, was ist los? Kommst du nicht hin? Achso, du kommst irgendwie nicht hin. Warum nicht? Ach, das ist doch doof. Das ist das Einzige, was doch ein bisschen leise ist. Dann, damit Steffen vielleicht noch... Warte. Oh, jetzt kann ich das nicht ändern. Ach, da sind Bilder halt drauf, ne? Okay, warte. Dann geh einfach mal hier hin. Bitten zu reiten. Maximilian. Und ich guck mal, ob ich die Dinger hier verkaufen kann. Oder meinetwegen. Ach komm, wir könnten die zum Beispiel ja auch hinhängen. Na komm, das da noch. Guck mal, das können wir da hinten hinhängen. Und das geht wahrscheinlich nicht, weil es noch nicht fertig ist oder was? Keine Ahnung. Aber wir gucken mal. Vielleicht will der Maximilian helfen. Der ist auf der gleichen Etage hier. Anna macht ihren Frühsport. Die schwimmt ein bisschen, aber das sieht auch ganz gut aus. Ich bin fertig. Alles ist sauber. Bis morgen. Könntest du die Kleine noch... Ach, Maximilian. Haben wir eigentlich unseren Butler vergrault? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Kann aber sein, dass ich gesagt habe, der nervt. Und dass ich ihn deswegen entlassen habe. Das ist möglich. Dann würde ich nämlich mal sagen, komm dann doch mal raus. Komm mal hoch. Und... Ach, wobei, sie spielt jetzt hier drüben. Aber du kannst das hier mal reparieren. Und genau, das mal leeren und das mal leeren. Das ist eigentlich auch ganz gut. Und du kannst dann vielleicht zeichnen gehen. Komm, versuch's nochmal. Hunger hätte sie dann auch noch. Na gut. Hunger, dann wartet. Flasche holen für Savina. So, komm mal. Bisschen schneller. Oh, sie sieht aber echt top aus, muss ich sagen. Bist aber echt gut trainiert, oder? Ja, wunderbar. Was ist denn dein... Ach, Fitness ist ja sowieso auch dein Hobby. Oh nein! Nein! Leb weiter! Leb weiter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh.
Oh mein Gott. Ich bin erschrocken. Hast du so wenig Mechanikerfahrung? Eigentlich gar nicht. Gottes Willen, ey. Heieieiei. Okay, dann vergiss das erstmal. Geh erstmal benutzen und. Warte mal. Nee, du gehst duschen. Das geht schneller. So, Silvio hat einen Schulfreund mitgebracht. Das ist die Sandra Tüller. Oh Gott, die Jungs, was ist mit denen? Ach, jemine. Oh Gott. Warum geht's euch so miserabel, sagt mal. Okay, dann geh doch mal bitte hier reinspringen. Und, du gehst mal ein bisschen üben. So. Super. So, eure Hausaufgaben habt ihr hier unten abgelegt. Ich nehme sie immer mit hoch an eure Schreibtische. Dafür habt ihr sie nämlich. Ich verstehe es nicht, warum es immer an den Computern hingelegt wird. So. Wo ist jetzt unsere Anna? Da ist die Anna. Meine Güte, war das echt. Oh. Oh. Guck mal, du kannst es selbst benutzen. Steffen ist. Ja, okay, dann Anna. Geh mal eine Flasche holen für Steffen. Dazu wirst du Steffen wahrscheinlich erstmal rausholen. Oh! Glückwunsch! Kurt hatte soeben seinen Lebensstil erfüllt. Zur Belohnung erhält Kurt bis zum Lebensende den Platin-Level. Yay! Das ist ja so eines meiner Ziele, die ich habe, alle zu diesen. Ja, Lebenslaufbahn-Ziel halt zu bringen. Nun, ja, Wissenschaftskarriere, das war ja sein Wunsch. Und er ist jetzt ein verrückter Wissenschaftler, muss ab sofort von 22 bis 2 Uhr arbeiten. Okay, bekommt einen Haufen Kohle, das tut unserem Geld auch ganz, also unserem Barvermögen ganz gut. Und Guido hat er mitgebracht, das ist auch einer meiner. Und, ach Gott, da muss ich ein Bild machen. Warte mal. So, komm andersrum hier. So. Ach Gott, der sieht total glücklich aus hier, oder? Das ist doch ein tolles, tolles Bild. Das freut mich. Das ist sehr cool. Das ist sehr schön. Lala. So, Kurt, guck mal kurz nach den Bäumen. Hier, den kannst du pflegen. Genau, deswegen ist die Umgebung wahrscheinlich auch so schlecht. Warte, das ist jetzt der und den pflegen. Heißt es? Manfred Carlsson. Und die Post kannst du dann auch mal holen. Dann können wir dir vielleicht die Rechnung zahlen oder so. So, dann hast du jetzt da mal was. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, du musst aber schon um 22 Uhr wieder zur Arbeit. Ist natürlich doof, aber gut, dir geht's relativ gut, ja. So, ich gehe mal zu Anna. Du kannst dann nochmal für Sabina die Flasche holen. Nein! Lass sie! Geh du auf Toilette. Los. Toilette, baden. Spaß hast du immer noch keinen. Ja, mach mal hinne. So, und du? Genau, du gehst auch mal auf die Toilette. Und Anna räumt mal das hier weg. Warte mal, das hier weg. Und das kannst du dann leeren. Ach so, sie muss jetzt weg oder runter. Ah, nee. Das Ding ist doch kaputt. Wie war dein Tag? Ach, Schatz. Ich habe einen Stromschlag bekommen. So, und jetzt kannst du Sabine ins Gitterbettchen machen und Steffen. So, ich muss mal gucken. Ich habe keine Ahnung gerade. Er hat alles drei schon, ne, gelernt. Und Savina, 1, 2, 3, hat auch alle drei Sachen gelernt. Das ist doch super. Ah. Oh Mann. Ist es immer so viel los hier? Ich komme gar nicht hinterher. So, Stefanie hat nämlich Geburtstag heute. Wo ist sie denn? Die ist doch schon gekommen. Da ist sie. Und ich würde nämlich sagen, dass du hier einmal da reingehst. Du kannst es danach noch säubern, meinetwegen. Und die Mama wird anrufen.
Und eine Party veranstalten. Geburtstagsparty. Und unser Silvio. Okay, der mag ein bisschen freundschaftsmäßig machen. Guck mal, das mal wegwerfen und du kannst den Rest reparieren vielleicht. Vielleicht schaffst du es ja. So, wen können wir einladen? 6 Stück maximal. Dann gucken wir mal. Erstmal die Familie, Anton und Olga. Ja, okay, dann machen wir Bibi und Bob und meinetwegen Andrea ist ja auch noch meine Schwester. Genau, so. Dann sind so ein paar eingeladen. Das sieht aber auch cool aus in seinem Outfit hier. Guck mal, du kannst das mal lernen. Ich weiß gar nicht, das wurde schon gelernt. Macht jetzt. Gehst wieder ausholen. Ach, wir haben ja noch. Ach, wir haben 2 Leute da. Und deswegen konnte ich jetzt nur. Was war das gerade? Deswegen konnte ich nur 6 Stück einladen. Sandro, ich weiß auch nicht, was du machst. Komm, geh du erst mal schlafen. Genau, Silvio geht ans Telefon. Kann ich kurz sprechen? Nein. Das ist jetzt ganz schlecht. Mann, no. Es ist so viel los hier. Guck mal, ich rede mal mit dir. Ich plaudere mal. Unterhalten, Witz erzählen. Ah, hallo, Bibi. So, damit ich das echt nicht verpasse und so weiter. Und machen wir das auch schon rechtzeitig und jetzt sofort, dass sie dann hier dran muss. Ich kaufe auch mit einem Müffelbuffet. So ein Kindermüffelbuffet kriegt sie noch. Jetzt muss ich mal gucken, wohin. Wenn ich es da hinstelle. Boah, es sollte funktionieren. So, dann der Papa darf das mal das Essen servieren. Und du bist noch hier drin. Okay. Danach kannst du die Kerzen ausputzen. Sie putzt noch mal, ne? Ja, komm, ist egal. Die Toiletten kann dann jemand anders noch putzen. Es ist unheimlich viel los hier. Ja, das ist wirklich der Fall. So. Freundschaftlich umarmen. Das ist die Schwiegerin. Stefanie verliert Begeisterung für Wespen. Na gut, das ist nicht so schlimm. So. Kommt mal runter. So, wartet mal. Ich muss mal hier von der Seite. Einmal nach unten. So, noch ein bisschen runter. Ich möchte sie nämlich wirklich toll erwischen. Und ne, ein bisschen hoch. So, aber es ist doch ein schönes Bild, würde ich jetzt mal sagen. Oh Mist. Okay, machen wir es mal weiter. So. Und es sind wirklich sehr viele da. So, machen wir mal von der Seite nochmal, von allen hier. Ich bin gespannt, wie sie aussehen wird. Gott, 17:22, ja. Sie sieht doch ganz gut aus. Was machen wir? Sie ist eigentlich, ja, Wissen. Wissen mag sie gerne. Das machen wir dann doch. Laufbahn Wissen. Meine Antörner, würde ich jetzt mal bei ihr sagen. Auch dunkles Haar und vielleicht Fitness. Und meine Abtörner würde ich eher sagen. Ihr ganz geschminkte Gesichter mag ich gar nicht. Wow, so fühlt es sich an, wenn man mo überglücklich ist. In meiner momentanen Stimmung ist das lieblingsreichste Kinderspiel. So, sie ist Laufbahnstufe Genie. Und ein Mechanikpunkt für Steffen. Wie cool ist das denn? Sie sieht auch ihre. Das hier ist die Andrea Lothario. Das ist nämlich die Schwester von der Anna. Ja, also.
Nochmal ganz kurz, wo ist, da ist er. Dass Anton und Anna sind Zwillinge und Andrea kam sehr viel später nach. Und die Olga hier, die ist die Frau von dem Anton. Und ich finde, die Andrea, so mit der Frisur natürlich, hat sie eine Ähnlichkeit mit Stefanie. So, ich gehe aber auch jetzt erst einmal direkt in ihr Zimmer hinein. Und ich guck mal. Ich mache ein hübsches, hübsches Zimmerchen für sie. Und zwar, genau, wir machen das. Das hier. Ein, wie heißt es? Elite. Elite-Zimmer. Und dazu verkaufe ich natürlich erst einmal so ein paar Sachen bei ihr, die sie generell jetzt einfach hier drin hat. Okay, das hier verkaufen wir auch. Das hier, kann ich das verkaufen? Das hier weg, das hier weg. Gut, das lege ich mir gerade zu den Jungs rüber. Das hier weg, das hier weg, das hier weg. Auch das hier und das hier und auch das hier. So, jetzt ist es soweit frei. Die Wände muss ich nachher mal noch anschauen. Und zwar im Pink möchte ich gerne bei ihr aber trotzdem bleiben. Mach mal das. Nee, warte. Nee, das ist ein Kinder-Ding. Oh, was kann ich denn da für eine Farbe bei dir nehmen? Rot sieht zu dem Pink ein bisschen blöd aus. Das hier ist ein bisschen noch Kind. Zu viel Kind. Dann nehmen wir die doch, oder? Das ist auch, hoffe ich mal, okay. Oh, warte mal, das mache ich dann weg. Dann kannst du es an die Wand machen. Dann Beistelltisch daneben. So. Dann haben wir hier. Das wäre jetzt theoretisch eine Kommode. Aber es ist ein bisschen. Nicht so viel Platz hat sie gar nicht drin. Also das kriegen wir nicht hin. Das hier ist nämlich der Schreibtisch. Ja. Oh. Verdammt. Dann kann ich schon wieder nicht das dann da drauf machen. Oh, wir könnten es aber wirklich hinlegen. Warum nicht? Dann machen wir das mal ausnahmsweise so. Das ist doch auch okay. Das hat, ist halt so ein bisschen der Nachteil von diesem Schreibtisch, dass es so echt protzig ist, ne? So. Dann könnten wir theoretisch das dann noch machen. Das machen wir mal an die Wand. Dann brauchen wir natürlich noch ein. Genau, hier ist er. Eine Kleidertruhe. Was ist denn da der Unterschied? Ah, da ist noch was oben drauf. Oh, können wir noch oben drauf lassen. Und das hier ist das Bücherregal. Das machen wir in die Wand. So, da haben wir dann ein Bullauge. Weiß ich gar nicht. Das hier vielleicht. Wartet mal, so. Dahin. Und was ist das? Oh Gott, wenn ich noch Platz habe, weiß ich gar nicht. Habe ich hier Platz? Nee. Ich muss mal schauen, wie gesagt, was hier an der Wand hängt. Ah, wartet. Warte mal, das kann ich mal kurz darüber hängen. Dann kann ich nämlich das Teil wegmachen. Ja, das mache ich total weg. Und das mache ich auch weg. Und da hinten hängt auch noch was. Das kann ich auch wegmachen. Dann haben wir nämlich Platz hierfür. Genau. Haben wir noch was auf der Wandseite? Oh ja, da habe ich noch das Teil. Also, das könnte ich aber jetzt bei denen nach drüben machen. So. Das mache ich weg. Das weiß ich halt echt nicht. Ein Fernseher hier rein, dann kann sie irgendwann nicht mehr schlafen. Vor allen Dingen muss sie im Stehen dann. Nee, das finde ich jetzt doof. Aber eine Pinnwand kriegt sie noch mit rein. Ja, ist doch süß. So. Mir fehlt nur ein Sessel, muss ich gestehen. Nur dieser ist blöd. Naja, gut. So, jetzt drehe ich nochmal. Oder mache ich mal so. Aber warte mal.
So, dann machen wir hier natürlich das da am ehesten. Und was ist so an der Wand? Das da. Warte, da muss ich nochmal hier rum machen. So. Aha. Ich mache nochmal kurz zu. Und so. Ja, das sieht doch auch ganz schmuck aus. Und passt auch einfach zusammen. Finde ich süß. Aber wie gesagt, mir fehlt noch ein Sessel. Ein Sessel, der auch irgendwie dazu passt. Das müsste jetzt was Rosarotes sein. Sowas? Ja, warum nicht? Der passt, glaube ich, auch. Ja, schön, cool. Ach, und eine Lampe, ne? Die fehlt irgendwie auch in dem Set. Und Lampen sind hier. Lampe, ach so, und auch an der Wand, also oben. Da habe ich auch keinen drin. Was könnten wir denn da nehmen? Entweder die hier. Oder da habe ich, glaube ich, auch noch was in die Richtung. Die hier. Und von oben hängend. Aber da war doch irgendwo es. Ah, die da. Aber die finde ich jetzt nicht unbedingt immer so hübsch. Nee, komm, habe ich nicht noch eine andere hübsche Lampe? Was ist mit der? Hm, ja. Die hier. Ja. So, die ist zwar jetzt rot statt Dings, aber egal. So, cool. Hat sie ein komplett neues Zimmerchen bekommen. Finde ich echt goldig. Schön. Cool. So, ich glaube, ich sage aber jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde, wenn es hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naito. Ciao, ciao.